Hallo, danke fürs Einschalten. Heute nochmal was zu Matplotlib, also zu dem Paket, wo man sich Diagramme in Python erstellen kann. Und zwar, es wird da oft gefragt, wie kriegt man das dann in ein GUI rein, also mal in eine Software, also in eine Oberfläche, in dem Fall mit tkinter, was wir ja mehr als ausreichend behandelt hatten. Ich habe mal ein Programm ein bisschen zusammengebastelt und das aber schon soweit vorbereitet, denn es wird ein bisschen hinziehen, sich das hier live zu machen, sage ich mal. Ich würde das aber wieder mal in die Videobeschreibung unten reinsetzen und auch mit Erklärungen zwischen den einzelnen Zeilen, damit ihr auch wisst, warum, wieso, weshalb hier manche Begriffe auftauchen. An und für sich fängt man ja oben ganz normal an, dass wir uns tkinter importieren. Wie gesagt, ich habe das hier mit dem Stern mal gemacht. Ihr könnt das auch mit tkinter stk zum Beispiel machen. Dann kommen wieder der Import von matplotlib.figure. Import figure, das heißt also die Oberfläche des Diagramms, also die Form, muss man sich hier in dem Sinne noch reinladen. Und dann kommt hier im Prinzip dieses matplotlib. .backends.backend _tkagg. Das kann man im Prinzip alles so nachlesen. Das ist auch in diversen Dokumentationen hinterlegt. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass das im Prinzip, wie der Name sagt, Backends, das ist also das, was im Hintergrund dann abläuft, um eben tkinter und Matplotlib sozusagen kompatibel zu machen, und hier laufen dann in dem Sinne in diesen Modulen oder Bibliotheken im Hintergrund ganz einfach die, ich sag mal so, der Großteil der Programme ab. Am besten einfach mal so hinnehmen, wie es ist, und hier geht es dann auch schon los. Wir machen uns im Prinzip def, also wir definieren uns eine Funktion, also ein Programm, und können dann hier im Prinzip nach und nach anfangen, die verschiedenen Werte zu definieren. Das heißt also, hier ist zum Beispiel Fix Size, das heißt die Größe der Tafel, also des Diagramms sozusagen. Wenn wir jetzt hier auf Drucken drücken, haben wir hier zum Beispiel, das Weiße ist dann die Größe, also dieses 7x7, und das könnte natürlich größer machen. DPI logischerweise ist dann die Auflösung, und hier haben wir dann schon die Y-Werte, und dann geht es im Prinzip weiter. Hier haben wir dann zum Beispiel Y, dass es gedruckt werden soll. Die Darstellung funktioniert dann mit Canvas. Das ist im Prinzip zu vergleichen mit dem Widget, was es bei tkinter gibt. Das heißt also ganz einfach die Darstellung, dass eben auch so eine Grafik, wo ja was passiert, auch dargestellt werden kann. Wie gesagt, schaut mal in die Beschreibung, dort sind die einzelnen Beschreibungen darüber. Und hier zum Beispiel die Toolbar, die wir ja gesehen haben oder auch nicht. Einen Moment, ich zeige das mal. Das gehört dann eben alles mit zu dem Paket dazu, wo man sich in dem Sinne dann keine Gedanken drüber machen muss. Also hier die Toolbar hier unten, wo man dann zoomen kann, speichern kann, etc. Und das ist dann im Prinzip in dem Sinne dann ganz einfach schon überall mit drin in den Paketen. Also das war nämlich auch relativ aufwendig, das dann in dem Sinne nochmal selbst zu programmieren in dem Sinne. Überall, wie gesagt, dann das Pack dahinter hatten wir ja auch schon, das heißt das Platzieren, und hier könnt ihr dann natürlich auch noch die Befehle reinschreiben, wenn ihr es besser platzieren wollt. Hier ist dann im Prinzip das Fenster, also der Fensterrahmen, wie wir hier zum Beispiel sehen, könnt ihr hier zum Beispiel dann eure Überschrift hinschreiben, das heißt Plotting in tkinter, das heißt, das ist dann die Überschrift hier oben von eurem GUI. Hier ist dann die Anfangsgröße 1000x800. Ich glaube, so ein typisches Maß, nicht, glaube ich, 1320x900. Ich weiß es nicht genau. Das ist ja so eine typische Bildgröße. Und das ist dann im Prinzip die Größe, die dann zum Beispiel am Anfang erscheint,
Hier, also die Fenstergröße, die könnt ihr natürlich einstellen. Also die ganze Fenstergröße von dem GUI. Ihr könnt natürlich auch die Bildschirmgröße einstellen, dass es gleich als komplettes Bildschirm, das den kompletten Bildschirm abdeckt. Hier haben wir dann im Prinzip Plot-Button oder der Druckknopf, Startknopf, wie auch immer. Das könnt ihr ja selber definieren. Und dann hier das Widget von TK Enter Button. Das hatten wir ja auch schon. Einfach nur dieser Button, den wir dann ganz einfach definieren. Das könnt ihr auch über verschiedene Arten und Weisen machen. Hier noch ein bisschen High und Width. Das heißt, die Größen dazu. Text ist gleich drucken, also was im Prinzip auf dem Knopf drauf stande. Und wie gesagt, ihr könnt ja hier, da könnt ihr ja auch ein bisschen experimentieren, noch ein bisschen mit Farben arbeiten, Hintergrundfarben, Rand platzieren, wo ihr das eben wollt. Hier mit Pack oder Grid zum Beispiel gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Dann hier ganz einfach noch ganz am Ende der Befehl window.mainloop, dass es eben durchgängig abläuft und eben nicht gleich wieder verschwindet. Es sind ein paar neue Sachen dabei, manches muss man vielleicht noch einfach so hinnehmen, wie es ist. Aber hier, wie gesagt, mal der komplette Code und dann könnt ihr ja dafür in dem Sinne mit das einfach als Basis nehmen und dann ein bisschen experimentieren und das ein bisschen abändern auf eure Bedürfnisse oder einfach irgendwo speichern, damit ihr wisst, wenn ich es mal brauche, weiß ich eben, wie es geht. So, damit würde ich es schon beenden und ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen.